Wir befinden uns hier vor dem ehemaligen Zentrum der Macht des Signa-Imperiums hier im Palais Harrach. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass das Inventar der Signa hier im Harrach versteigert wird. Arena.at hat die Auktion übernommen und online ist auch alles zu finden, was hier zum Inventar gehört. Die Artikel, die sind teilweise in ungeahnte Höhen geschossen. Fußmatten mit dem Signa-Logo gibt es teilweise um bis zu 1.600 Euro. Daneben dann aber auch noch eine um 300 Euro. Denn gerade eben ist die sozusagen zweite Tranche online auf den Marktplatz gegangen, muss man glaube ich sagen. Da sind interessante Produkte dabei, zum Beispiel auch Alkoholiker, also nicht Menschen, die zu viel trinken, sondern Getränke wie Gin, Aperol oder auch verschiedenste Weine. Und da wird es interessant für Weinkenner, denn so wie es heißt, sollen da durchaus auch Weine mit einem Marktwert von weit über 1.000 Euro dabei sein. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass sich da ein paar echte Schätze noch verstecken. Versteigert wird das Ganze oft in Sechserträgern, also sogenannten Sixpacks, teilweise aber Magnumflaschen mit bis zu 1,5 Liter und wie gesagt echte Premiumweine aus Österreich und Co. Auch andere Sachen sind interessant, die man da so findet, also vom ganz normalen Taschenrechner bis hin zu Luxusmöbeln, über die wir auch schon berichtet haben, aber auch was ganz Besonderes. René Benko hat sich scheinbar ein Monopoly schnitzen lassen und zwar mit dem Signa Firmenlogo drauf, mit bekannten Signa Adressen im Spiel eingebaut und vor allem natürlich auch mit echten falschen Signa Monopoly Geld. All das ist momentan zu erstehen, man muss aber schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Allein für das Monopoly sind momentan in der Auktion 200 Euro geboten.